Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Hab mich gerade mal ein bisschen schlauer gemacht. Erscheint mit meiner Mauskonfiguration was nicht zu stimmen. Also eigentlich sollte, wenn ich das Mausrad drehe, hier eine Auswahl kommen. Tut's aber nicht. Sollte das eigentlich kommen, passiert aber nicht. Aber wenn ich das Mausrad drücke, dann wirft er den Köder. Insofern passiert ja sozusagen das, was ich gerne hätte. Wow. Bär? Hallo Bär. Dann will ich doch einfach mal die Karte. Oh, jetzt bin ich hier ganz hinten. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal quer rüber rennen. Das richtig? Ja, super. Dann mache ich das doch mal. Das ganze Geschrei da hinten. Ich weiß, da lasse ich mich wieder viel zu viel von ablenken. Und dann komme ich wieder im Leben nicht da an, wo ich eigentlich hin will. Und das mache ich jetzt mal nicht. Das muss auch mal vernünftig gehen hier, Johnny. Hartholz. Moin. Ist immer schlecht, in die Richtung zu gehen, aus der andere gerade in wilder Panik gelaufen kommt. Na, Hundi? Alter. Eine Phrase. Die sind aber auch sehr unbelehrbar, ne? Weil die eigentlich ganz genau wissen, dass sie ein One-Shot sind. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass sie das wissen. Wenn nicht, dann ist natürlich doof. Aber sie kommen halt immer ganz tapfer dran gelaufen. Aber gut, das gibt es aber so vielen Spielen. Ich spiele momentan noch nebenbei BattleTech. Da ist es auch so, keine Ahnung, wer BattleTech kennt, aber da kämpft man halt normalerweise mit Lanzen gegeneinander, also vier Kampfroboter gegeneinander. Und es ist halt immer so, dass der Feind dann irgendwann, wenn man ihn halt richtig ausdezimiert hat und nur noch mit einer Maschine auf dem Feld steht, immer noch völlig hirnrissig weiterkämpft, was natürlich überhaupt total keinen Sinn macht, weil man dann einfach so unterlegen ist, dass man. Oh. Dass man sagen würde, weißt du, da würde kein normaler Mensch würde weiterkämpfen, aber die machen das dann halt immer und hier genauso, also auch völlig schwachsinnig irgendwelche Tiere, die einen angreifen, obwohl eigentlich ganz genau wissen, dass sie die fette Watsche kriegen. Aber gut, okay. Jetzt wir wollten in diese Richtung. Ach Mann. Ich wollte wissen, was das da ist. Unbekannter Ort. Muss ja hier irgendwo sein. Hier oben dann oder was? Lass mich schon wieder ablenken, ich weiß. Soll das hier der unbekannte Ort sein, oder? Hier hoch jetzt? Oder wie soll ich das verstehen? Hier jetzt? Also Schmetterling hoch da? Hä? Das artet langsam in Arbeit aus. Ich komme irgendwie nicht näher ran an den Ort, ne? Kann das sein? Obwohl ich hier die ganze Zeit durch die Gegend tobe, komme ich an den Ort und leben das hier alles noch. Die jage ich jetzt hier alle die Klippe runter.
Hier so. Schau an, schau an. Ernsthaft? Wieder selber angezündet. Sehr gut. Und schauen wir mal zu, wie das hier alles so mit der Zeit wegbrennt alles. Das hat mir aber letztes Mal auch schon nicht geholfen, ne? Ich glaube, ich habe hier schon mal gestanden, das hat überhaupt nichts gebracht. Nicht. Wie kommt man denn da nicht rein? Leuchtet mir gerade nicht so richtig ein. Vielleicht kennt einer das. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Höhle ist hier. Ich glaube, ich habe vor der Höhle schon mal gestanden und man kommt da nicht rein. Ich habe auch keinen Bock, mir hier jetzt stundenlang Gedanken darüber zu machen. Schön die Klippen runterspringen, das ist gut für die Knochen. Darum wird der auch gleich als erstes ausgenommen. Weil der am meisten Stress gemacht hat. Blödmann. So, das ist der letzte. So, ja. Schalick, schalick. Ich komme hier immer so vom Weg ab. Meine Orientierung hier ist echt mies. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das will ich hier gar nicht beschönigen. Da ist so viel grün und hast du nicht gesehen, das ist alles immer nicht so. Man hat ja auch einfach nicht so dieses Gefühl. Ich sehe zwar, woher die Sonne kommt, aber normalerweise spürt man ja so auf der Haut und solche Sachen. Wo die Sonne herkommt, dann ist die Orientierung einfach mal eine andere, als wenn du hier an so einem... Versteckt er sich denn? So, der müsste ja hier irgendwo liegen, der College. Da. An dem Bäumchen, an dem er sich versteckt hat. Der hat rumgebrülle die ganze Zeit. Ist ja furchtbar. So, und jetzt erstmal wieder. Wo ging es jetzt hin? Ja, genau die andere Richtung. Also, da. Oh.
Gegen wen kämpft ihr da? Gegen den? Wenn es der denn gewesen sein soll, dann warte mal, hinter mir sind auch wieder am Aufmarschieren. Die habe ich zwar nicht gejagt, aber bevor es schlecht wird, ne? Was soll's? So. Müsste ja in die Richtung hier theoretisch weitergehen. Und da müssen wir uns dann wahrscheinlich vielleicht irgendwo ganz extrem hochhangeln. Ja, einer von unser, einer von den Bösen. Einer von unser. Das ist total gut, dass wir so ein Leuchtvisier haben, wo uns angezeigt wird, wer zu wem gehört. Das finde ich total gut. Das macht das Ganze gleich viel entspannter. Der Oros-Gipfel. Hallo? Was soll das? Was ist denn? Oh Mann. Wieso fällt man da runter? Was soll das? Da wird dann das ja quasi angepriesen als Überquerungsmöglichkeit und dann stürzt man einfach ab. Das ist ja ein bisschen. Ja, Tatsache. Okay. Huh, erklimme die Klippen. Also da oben soll ich hin. Hier ist aber auch gerade sowas wie eine Alternative. Das ist bestimmt wieder nur so ein oller Sack. Ja, dass wir hier jetzt keinen Fehler gemacht haben. Tierfett. Und kommt man hier jetzt noch wieder raus? Gut. Sehr gut. Voll die Höhle gesehen, Alter. Da oben. Da wollen wir also hin. Wir wollen die Klippe erklimmen. Also mal gucken hier. Wäre noch irgendwas anderes Schlaues. Dann läuft schon wieder Stress in der Gegend rum. Ne, da läuft Stress in der Gegend. Oh, oh, das sind meine, das sind die Bösen. So. Bin ich hier gerade hoch? Achso, genau da oben war der Anker. Ja. Warum kommt jetzt nicht das Ankerzeichen? Ich hätte jetzt gerne das Ankerzeichen, das mir sagt, dass ich den Anker da hochwerfen kann. Hallo? Hä? Hallo? Komm schon. Was? Aber hat uns auch nicht weitergebracht, ne?
Also da geht's noch irgendwie. Und da war jetzt auch noch irgendwas. Hallo? Kommt er jetzt nochmal oder? Wahrscheinlich, wenn ich nicht hingucke. So, was mache ich jetzt hier unten? Hier geht es ja nirgendwo hin. Oder was? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Was soll denn das? Hä? Was für ein Schwachsinn, ey. Na, ihr Süßen? Wollt ihr mich nochmal besuchen kommen, oder? Ist so toll, dass man sich hier überall verstecken kann, aber man will hier, glaube ich, gar nicht überall hin. So, jetzt bin ich hier. Greifhaken. Und dann den da drüben, an den Greifhaken komme ich gar nicht ran. Alter. Ich zünde das Nest gleich an, ey. Dann diskutieren wir hier gar nicht mehr. Das ist keine Liane, an der man hochklettern kann. Boah, das ist wieder eine von den Aufgaben, wo ich sage so, boah, ist das anstrengend, ey. Was? Au! Wie vergiftet. Oh, die Scheiße. Noch eine? Oh. Keine mehr. Das da. Das ist auch eine Schlange. Kann man die? Die kann man nicht mehr. Au. Aha. Sehr interessant, sehr interessant. Eine kleine Schlangenhöhle, also ja. Hier oben an der Decke schon. Nix.
nichts. Okay, alles klar. Eine kleine Schlangenhöhle haben wir da entdeckt. So. Alter, ich hab mir doch nun extra schon den Speer in die Hand genommen. Das ist nicht schön. Nein! Arsch. Arsch. Die hätte man ja jetzt ja wenigstens mal lassen können, ne? Schön mit Vollkracho gegen den Fels, ey. Auch schön. Okay. So, schauen wir das? Irgendwie nicht so. Uiuiuiui. Ey, sag mal. Das kann nicht sein. In Erwartung eines Angriffs senke ich schon mal den Speer. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aua. Ah. Die Federn sammeln und ist nix. Aua. Unfassbar. Zu blöd, um an solchem Angriff vorzugreifen, sozusagen. So habe ich. Springe ins Wasser. Und wenn ich jetzt gar nicht ins Wasser springen möchte. Das hat sich jetzt ein bisschen unentspannt angefühlt. Habe ich. Oh, das Gipfel abgeschlossen. Alter Schwede. Okay, also die Vögel sind super nervig. Das kann man dazu gleich mal sagen.
Bitte sterben Sie jetzt. Da brauche ich wohl wieder ein bisschen Fleisch, ne? Würde ich mal meinen. Ich habe ein bisschen was verloren. Ein bisschen was lassen müssen an Fleisch. Und da habe ich schon wieder irgendwelche Stimmen gehört. Meine Leute. Sehr gut. Das erfreut mich doch ganz wahnsinnig. Hier. Wir hier natürlich noch ein bisschen rumrennen. Einmal gucken, was auf was sie können. Einmal gucken, was die Karte sagt. Nichts Aufregendes mehr. Nö, dann würde ich mal sagen, werden wir einfach, weil wir hier ja dann eine oder zwei Quests abzugeben haben. Und ja, dann schauen wir uns das mal an hier. Hier herüben. Ja. Warum ich jetzt allerdings zu ihm muss? Ne, das ist bestimmt eine neue Quest, die ich annehmen muss hier, ne? Oder? Hallo? Ach. Ach, nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist doch wieder tausendmal irgendein Ich bin super stoned, hast ja nicht gesehen, was Trip. Das machen wir, da stelle ich mich gleich mal hin, damit wir für die nächste Folge schon mal richtig stehen. Ich jetzt auch langsam Schluss machen muss, denn gleich haben wir einen Stream, den wir dann auch noch bedienen müssen. So. Jo, okay. Machen wir. Läuft. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Ja, aber das war ja das hier. Und die Adlerfedern, die hätte ich ja hier abgeben sollen. Okay, dann habe ich hier offensichtlich nichts abzugeben. Legende des Mammuts. Ja, ja, genau. Legende des Mammuts. Jo, das wird dann wohl... In der nächsten Folge werden wir uns dann wahrscheinlich der Legende des Mammuts widmen. Ich marschiere da einfach schon mal hin. Oh ja, stimmt, mein Wolfgang muss ich auch nochmal wieder rausholen demnächst. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach mal ein Like, ein Abo, einen Kommentar da. Da kann man ja auch einfach mal, in den Kommentaren kann man ja auch mal was Sinnvolles sagen. Oder halt auch einfach nur ein bisschen schnacken. Reagiere ich sehr gerne drauf. Und ja, dann würde ich meinen, machen wir einfach beim nächsten Mal an exakt dieser Stelle weiter. Hier so. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao, ciao.